Das war Alois. Alois Vera. Die hat lange gebraucht, ne? Alter Vater, du. Die hat wirklich, wirklich lange gebraucht. Die Aloe Vera brauchten wir für die Tränke, oder was? Ja. Die Aloes Vera brauchten wir für die Tränke. Ja. Endlich wieder essen, ne? Ja, wir hatten nichts mehr, ne? Ich hatte ja auch nichts mehr dabei. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich, die Hühner, ich würde sie nicht alle verkaufen. Aber die Zwiebeln müssen wir anpflanzen, ist so. Ja, immer deswegen, wir müssen jetzt in die Stadt. Käfige brauchen wir. Oh, wir müssen uns beeilen. Ach nee, du tüdelst ja hier die ganze Zeit rum, ich kann ja nichts dafür. Ach so, da war noch was, diesen Teleporter-Dingelskirchen sollen wir da mal, weißt du, dass du dich dahin teleportieren kannst, wo du zum Schluss warst. Ja, den Zauber. Ja. Teleportzauber. Hat aber auch irgendwie geschrieben, dass wir fast in der Lage sein müssten, jetzt bald, ne? Ja. Den zu nutzen. Ja, ja. Wo gehst du hin? Zu Alfred. Käfig holen. Und Huhn verkaufen. Nein. Magda und Alfred sind unten. Ah. Da ist das Häuschen. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Tüte Nüsse, du. Oh Mann. Kann ich von hier, ne? So. Nanu. Nee. Ich gehe. Guten hoch. Tag, schön dich zu sehen. Mach mal Dialog. Dialog. Hier ein Geschenk für dich. Bis später, Alfred. Siehst du, haben wir gleich noch was Geschenk gekriegt. So, Dünger, ja. Mm, wir haben ja Dünger bekommen. Verkaufen können wir haben die Käfige ja schon in den Dings gelegt. Ja, du musst die kaufen. Darum geht's ja. Käfige und Saatgut. Samen, ja. Samen. Ja. Wie war das? Guck ich gerade. Nee, das ist von runter. Was kosten 100? Muss ich mal gucken, wie war das? Irgendwie war das doch hier Shift-Taste. Warte mal, jetzt muss ich. So, so. Da, 20. 20 kosten 920. Boah. Wir müssen mehr haben, 40. So. Zwiebeln und auch. Wir brauchen die Zwiebel. Nächste Seite. Ja. Haben wir auch nochmal 40. Ja, und dann brauchen wir jetzt noch Ginseng. Hm. Was denn? Okay. Kaffeestaude brauchen wir nicht. Wildapfelstrauch brauchen wir auch nicht. Möhrchen weiß ich gar nicht, ob wir noch haben. Hier ist Blaubeerbusch. Ja, nimm mal da ruhig 10 Stück mit. 20 ist zu viele, oder? Ja, 10 reichen. Die sollen sich halt selber eigentlich vermehren. Ja. So. Röschen, Fenchel. Kürbis. Bevor wir einkaufen gehen, sollten wir uns vielleicht mal eine Liste machen, was wir alles brauchen. Ne? Erdbeeren. Ja, nehme ich. Ich weiß nicht, ob wir haben, das ist das Problem. Ja, deswegen, also das nächste Mal vielleicht eine Liste, ne? Da haben Tomate. Tomate war irgendwie Lehm, Roterde, Schwarzerde, ne? Ja, aber da müssen wir echt mal pflanzen. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Okay. Gehen wir weiter runter. Tomatenpflanze. Wir wollen keine Tomatenpflanze. Was haben wir denn hier? Pfirsichstrauch. Wir brauchen die Bäume, ne? Bäume. Sind das die Bäume? Sternfruchtbaum, Pflaumenbaum, Avocado. Was brauchten wir jetzt? Wir brauchten jetzt Orange. Orange braucht man auf jeden Fall. Orangenbaum. Das ist einer von den Bäumen da oben. Aber die anderen weiß ich nicht.
Maracuja? Nicht Avocado, sondern die Maracuja. Ja, Maracuja, genau. Mango. Mango? Mango, Maracuja-Baum, da Maracuja, ist er. Maracuja, ne? Ja. Da ist er. Die beiden stehen da oben ganz groß. Was haben wir denn noch? Brotbaum haben wir genügend. Wir haben Kiefer. Kiefer brauchen wir nicht. Tanne brauchen wir auch nicht. Birnbaum brauchen wir auch nicht. Nee, nee, da sind genügend. So, Sternfrucht haben wir einen. Pflaumenbaum haben wir auch. Avocado ist der, der unten steht. Ja. Pitahaya-Baum. Haben wir keinen. Pitahaya finden wir aber unterwegs genug, oder nicht? Die müssten sogar jetzt sein, glaube ich, ne? Waren die jetzt? Ja, die waren jetzt. Ja, ja, ich habe vorhin, glaube ich, gesehen. Pfirsichstrauch, Granatapfelstrauch, Maracuja, Zitrone, Kirsch. Wollen wir von jedem einmal einen mitnehmen hier? Wir haben Pfirsich. Ja, dann nimm. Den und Kirsch. Ja. So, dann haben wir da die drei. Die pflanzen wir dann auch bei den Schweinen am besten hin, ne? Aprikose? Auch, ne? Ja. Den haben wir auch noch nicht. Ich glaube, dann haben wir soweit alles. Gucken wir mal weiter. Wir brauchen noch die Käfige. Ja, nicht die vollen. Junges Pferd im Käfig. Junges Schaf im Käfig. Kleine Ente im Käfig. Käfig, was ist das hier? Junger Kirsch. Achso, hier sind die Sträucher. Ah, der Esel, ne? Wir haben das Geld. Nein. Oh, doch. Für was? Der machte was? Der machte aus Steinboden machte er Sandboden. Der macht den Steinboden, der da oben durch diesen Vulkan entstanden ist, weg. Ja, dann weiß ich nicht. Wenn du ihn willst, nimm ihn mit. Ich glaube, das ist erstmal, den werden wir auf jeden Fall zeitnah noch holen, würde ich so sagen. Ja, wir brauchen aber, was wichtig ist, ist jetzt erstmal die leere Käfige da. Da sind sie. Zehn? Zehn, ja, würde ich sagen. Erstmal 10 Stück. Ui, siehst du, da geht das Geld nämlich schon runter. Deswegen. Plan Erntewerkzeuge. Das wäre ja geil, ne? Dann könnte man sich schon einen Platz sparen. Weil dann hast du den Erntekorb und die Leiter auf einem Platz. Das sind diese kombinierten Dinger. Ja. Das gibt es auch für Axt und Spitzhacke und ich glaube für die anderen Werkzeuge auch einmal. Ja, dann nehme ich dir mit. Ja, noch geht's. der Futtertrog war nicht hier, ne? Nee. Nein, der war in der Oase. Der war in der Oase. Müssten wir auch mal gucken, was es da gibt, ne? Oder? Okay. Du meinst die Raufe, meinst du, oder den Futtertrog? Den Futtertrog. Die Raufe ist... Nicht hier, die auch noch. Immer noch ein höher? Da gab es doch den Was Plan, ist denn dieses ja? Glänzende? Was ist das? Das? Das ist die Prägung, dass der Name ändern. Ach so, ja, okay. Das ist der Zauber, den Namen ändern. Nur Wassertrog. Ja, der Wassertrog ist hier, das ist auch alles. Ja, aber kein... Den müssen wir nicht mit dem Esel auch noch mit einplanen. Nee. Die Raufe ist auch nicht hier. Da gab es nur den Plan, glaube ich, war das beim Schreine? Ich weiß es jetzt gar nicht. Die wohl ist auch nicht. Ja, ich glaube, wir werden morgen nochmal in die. Was ist jetzt hier eigentlich questtechnisch? Guck mal bitte, weil da unten ist ein M. So, warte mal. Karte, Charakter, Tagebuch. Ach, das Boot müssen wir noch bauen. Boot Teil 2. Wir müssen da, glaube ich, die Sachen zu Wilfried bringen. Oh, Steinholz. Ja, ja, das war unser Problem. Das war unser Laubholz, Problem. Eisenerz, Kiefernharz. Guck mal, da brauchen wir das Kiefernharz. Haben wir gerade eingesammelt. So, Liams Verschwinden. Liam hinterließ in seinem Haus auf der Halbinsel einen Brief, in dem er seine Experimente in den nördlich gelegenen Höhlen ankündigt. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken und ich sollte sehen, ob ich ihm helfen kann. Zuerst einmal muss ich den Eingang der Höhle finden. Okay. Ich glaube, das ist aber, war das bei der Wüste, bei der Oase da oben, das Haus? Was gerade hoch war, ich glaube, ne? Nördlich der Halbinsel. Hm.
Magische Essenz Teil Genau. 1, Chiara. In einem Buch fand ich eine Abhandlung über magische Essenzen. Ich denke, es wäre gut, Chiara zu fragen, was sie über dieses Thema weiß. Chiara war unten in der Oase, ne? Ne, das Willst du dann, könnte man könnte man jetzt mal verbinden gerade morgen. mal machen, ja. Könnte man morgen verbinden, indem man da nochmal Tiberius, hingeht. die Reagenzien für Tiberius sind immer noch da drinnen. Die haben wir seit Anfang an. 50 gelbe Pigmente, 10 Portionen Schwefelpulver beschaffen und 4 Wieselfarnblüten. Ich weiß Das gar nicht, war ob immer ich. unser Problem gewesen, ne? Die Wieselfarnblüten. Ich glaube, wir haben sogar Wieselfarnpflanzen in unserer Kiste. Ja, aber da war doch so schlecht mit dem Wachsen irgendwie, ne? Ja, weil die irgendwie Also unter nach die den Bäume oder Wieselfarnen sowas müssen kamen. wir auf jeden Fall noch gucken. Gemüse und Gemüse und Obst für Obst. Emma. Korn, Maracuja, Macadamia, Karotte und Paprika. Maracuja-Früchte war, glaube ich, War unser das Problem, weil das ist Problem, einer von ja. den Bäumen, die jetzt da oben wegkommen. Ja. Aber nee, aber noch nicht. Erst wenn die ausgewachsen sind, die anderen. 30 Karotten, 10 Paprika. Paprika war auch, glaube ich, ein Problem, oder? Ich Aber weiß die es hatten nicht wir mehr. zwischenzeitlich angepflanzt, nur weiß ich nicht, ob wir die verbraucht haben oder nicht. So, Meteorkuchen. Meteorbeerenkuchen, ja. Lauer, exquisiten Geschmack, möchte einen Meteorbeerenkuchen, den ihre Mutter nicht herstellen kann. Ich soll mich darum kümmern. Sie hat mir einen seltenen Edelstein als Belohnung angeboten. Okay. Ein großes Bett für Ach Chloe ja, und das. Ja, Jonas. ja, ja, ja. Doppelbett in Auftrag gegeben. Langsam frage ich mich, warum ich all die Möbel bauen soll, wo es doch Till den Schreiner gibt. Aber der scheint nie Zeit zu haben. Nee, auch nee, hier. Josefs Wünsche. Josef hat den Ja, Schlüssel zu seiner Höhle nur herausgerückt, damit ich für ihn einen Felssturz beseitige und dann auch gleich das Artefakt hinter mir. und ihn Ist suche. Er soll ein roter Runenstein sein, dessen Inschrift leuchtet. Ich hoffe nur, dass es keine von den Runen. Ich hoffe nur, es ist keine von den Runen, die ich suche, sonst stecke ich in der Klemme. Haben wir diesen Stein? Es soll ein roter Runenstein. Nee, ich glaube, einen roten Runenstein haben wir nicht. Glaube, den haben wir Die nicht. Höhle haben wir doch fertig, oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann ja mal. Hm. Keine Ahnung. Moment, was war Chiara in das? der Oase. Hauptquest Chiara in der Oase. Genau. Da können wir jetzt nämlich noch hin, schnell, auf die Schnelle. Wenn wir schon mal hier sind. Die Oase ist unten. Ja, aber wenn ich bis da unten laufe, ist es 20 Uhr. Nehme ich doch lieber den Teleporter. Meinst nicht? Weil ich muss ja noch über diese 20 Brücken da laufen. Oh. Darf ich? Darf ich nicht? Darf ich? Darf ich nicht? Darf nicht. Es war ja wieder so klar. Das tut mir Stelle. leid, das tut mir leid. Da ist die Brücke. Gut, Nihal. Okay. Bin ins Wasser gesprungen. Ich wollte eine Runde baden. Okay. Die Oase. Da haben wir sie. Oh, ich glaube hier unten. Muss ich gucken. Da. Ja, hier unten ist es doch schon. Da ist Chiara. Die ist sogar zu Hause. Oh. Das ist Mila. Mila. Nein, im Haus. Maus? Ah, da! Tatsächlich, okay. Manchmal frage ich mich, ob ich der Blindfisch bin oder du. Nein, antworte nicht. Ich habe gestern Dinge nicht gesehen. Ja, du bist auch an der Erdbeere vorbeigerannt. Ja, wahrscheinlich. Genau an der Erdbeere Ja, aber vorbeigerannt. du verstehst Aber es du warst nicht.
Du bist so schnell gelaufen, da habe ich es mir auch gespart, das noch zu schreiben. Ja, aber mal ganz ehrlich, Chat lesen und spielen, du weißt selber, wie anstrengend das ist. Das ist anstrengend, ja. Das brauche ich dir nicht zu sagen, oder? Nee. Chiara! Hallo Jasmin, ich habe heute ein Geschenk für dich. Ich habe in Liams Haus dieses Buch über Essenzen gefunden. Zeig mal her, die heiligen Essenzen, ja. Das sagt mir etwas. Was willst du denn wissen? Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Essenzen sind wirklich wunderbare Substanzen. Ich habe schon mit ihnen gearbeitet, aber leider sind sie sehr selten. Ich könnte dir allerdings einen Tipp geben, wo du vielleicht noch welche finden kannst. Und wo wäre das? Wenn ich es recht überlege, bräuchte ich auch eine Essenz für ein Rezept, das ich schon lange fertigstellen wollte. Wärst du bereit, mir diese Essenz zu geben? Alles andere, was du dort findest, kannst du behalten. Sicher, ich gebe dir gerne eine Essenz ab. Nehmen wir mal. Schön, dann hast du hier einen Schlüssel. Er passt zu einer Tür auf der dritten Ebene der südlichen Katakomben. Dahinter ist eine Höhle voller Kristalle und Steine. Und ab und zu erscheinen dort auch Essenzen. Bis bald, Chiara. Warte. Was denn? Die dritte Ebene? Mhm. Warte mal. Da. Kristallhöhle. In dem Bereich in der dritten Ebene der Katakomben. Dort ist eine Höhle voller Kristalle. Mal gucken, welche Höhle das ist. Okay, ja. Hallo. Hallo? Also er zeigt einen Stern, aber keine... Okay. Der südlichen Katakomben hieß es, ne? Südliche Katakomben. Das müsste ja die Höhle unterhalb sein. Genau. Das müsste denn ja unter uns sein. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter raus. Ja, südlich der Katakomben. Das ist ja nur da. Diese hier, ja. Das ist Dorf gelandet. Schon aktiviert? Ja, ich glaube schon. Wieso hat der eigentlich ein Meteor? Das ist doch das Dorf, was wir hochgeholt haben, oder nicht? Ja, das ist das Dorf. Aber der Teleporter vom Dorf, der war ja... Der ist, glaube ich, noch nicht aktiv. Der ist, glaube ich, da drinne. Ja, vielleicht können wir den auch. Aber da kamen wir da weiter? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, da kamen die Echsen, ne? Und deswegen sind wir da nicht wieder reingegangen. Ja, und das solltest du vielleicht jetzt auch nicht tun. Warte mal, es riecht nach Schwefel. Guck mal, da, warte, stopp, da war Schwefel oben. Rechts. Rechts. Und höher. Höher. Oh! Da war. Nee, da war wirklich Schwefel, da war Gelbes. Ich hab's gesehen. Weiter nach links. Da ist doch das. Da ist Schwefel, sag ich doch. Warum nimmst du es nicht? Jetzt. Aber da ist Lava und das, ja, glaub, ja, das. Das war, glaube ich, das, was so nach Schwefel roch. Da ist schon wieder Lava. Ist schon wieder viel zu spät, ne? Mhm. Wie viele Palmen, ne? Alles verdorben hier. Aber was ist das, Eisen? Nee, Kupfer. Wir müssen sowieso, wir müssen auf die Insel, ne? Herräumen. Auch, ja. Ist das Dorf? Das, was wir hochgeholt haben. Und wenn wir sowieso gleich wieder nach Hause müssen, uns dahin teleportieren, dann können wir hier auch noch mal ein bisschen Schaden anrichten in der Höhle. Ein bisschen Schaden. Und der ist aber aktiv. Nee, der nee, leuchtet nicht blau. Ja, ja. Ich hatte damals nur die Leuchten angemacht, damit wir ihn sehen im Dunkeln. Mm. So, einmal Oma kurz. Nee, der bleibt mal hier. Da ist der Schlüssel.
Du kommst da sowieso nicht weit. Warum machst du das? Schon mal auf den Tacho geguckt? Ja. Alter. Und allein die Vorbereitung dauert bei dir schon 3 Jahre. Erzähl doch nicht so, weil das glaubt nachher nur einer. Er hat Augen im Kopf. Dort hier mal einfach hier so, zack. Sauber. Den da, den da. Was sucht denn der Eimer hier? Hallo? Brauchen wir noch Jax oder so? Spitzhacke. Genau. Ich Würde nehme ich mal die jetzt eher Spitzhacke und sagen. den Bogen am besten, wa? Ja. So. Erledigt. Ich guck nicht hin. Ich mach die Augen zu. Okay. Nix los hier. Gute Büchs. Wie wär's mal, wenn du Licht machst? Kleiner Moment. Ach ja, warte mal. So ist besser. So, und dann müssen wir noch mal so. Da haben wir nämlich schon das erste Problem. Glaube nicht, weil da stand nämlich nichts dran. Das kannst du gleich mal knicken. Normalerweise steht das immer dran. Aber ich könnte vielleicht. Meinst du? Ja. Ich versuch's. Ja, mach. Weil sie hatten mir ja nun den. Das ist aber für die dritte Etage und nicht für diese. Ja, ist geschützt. Das ist das Problem nämlich gewesen. Dass wir hier nämlich nicht runterkommen wollen, wenn nicht den richtigen Schlüssel haben. Deswegen sind wir hier Haben nämlich wir auch wieder zu Hause noch rausgegangen. einen Schlüssel liegen irgendwo? Oh, keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Aber ich hab recht. Du hast immer, wenn du zaubern konntest, steht er dann dran. Aber ich könnte ja. Hier ist auch nichts. Auch kein Schlüssel. Aber guck mal, da hättest du die Rune noch reintun können. Wir haben ja eine Rune schon da drin. Da. Wir hatten noch eine. Guck mal da, die eine Rune. Oh. Wir haben 4 Runen. Welches ist denn da? Ist davon eine rot? Was steht da dran an den Runen? Das ist die Rune Ibises. Das ist Erkenntnis, Wahrheit, Form und Erdung. Was brauchen wir noch? Wie viele Runen gibt es? Hatten die eine Zahl genannt? Sie haben nur Ich gesagt, weiß dass es nicht. Runen gibt, ne? Ich weiß nicht mehr, ob sie eine Zahl genannt hatten. Das ist jetzt gut zu wissen. Angriffsstiefel. Kronroten. Also wir haben keinen weiteren Schlüssel. Das erstmal weg, das weg. Und den Dünger weg. Hühner einfangen und gleich in die Kiste packen. Ja. Mal wieder so. Geht schneller. Ich dachte, du hast mich bis zum Rest meines Lebens. Einmal. Ach so, das Schwert brauchen wir jetzt auch nicht. Sortiere es nochmal bitte. Den dahin. Nein! Den dahin. Das auch runter. Das brauchen wir auch nicht. Und. Schaufel. Nee, ich nehme die Pfeife mal dahin. So. Hühner einfangen, hochbringen, weil es ist gleich Tacho. Guck mal, Tacho. Guck mal, Tacho. Mensch. Zu weit an einem unteren Zaun. So. Herkommen. Herkommen, habe ich gesagt. Der liegt Jetzt die so. Küken Nein, einladen? nicht. Die großen? Ja, wenigstens.
Also, ich sag mal, drei Lassen, drei große Lassen, damit wir Eier haben, aber ansonsten. Eins, zwei, drei. Nehmen ein braunes. Ja. Und von den restlichen kannst du ja die Küken dann nehmen, ist ja egal. Ja, komm. Das ist schon größer. Ja, komm. Ja, komm. Du auch. Na, du komm schon. Komm jetzt her hier. Ein paar große brauchen wir wegen der Eier, aber ansonsten würde ich jetzt dann die großen alle. Zwei noch. Weiß, schwarz, braun. Hier, komm her. So, hier haben wir braun, Braun ist schwarz, noch. weiß. Dö. Noch ein Ein weißes. weißes, ja genau, da oben das. Schön, dass ihr im Duett lauft. Treffe ich auch immer. So, sehr schön. Gleich hoch in die Box und dann gibt's gleich wieder Money, Money.